Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Bericht für Freitag, den 4. März 2022. Heute werfen wir einen Blick auf das, was sich nach dem in der Ukraine tobenden Krieg zur noch weitaus größeren geopolitischen Krise entwickeln könnte. Die Rede ist von den stetig zunehmenden Spannungen zwischen der Volksrepublik China und dem benachbarten Inselstaat Taiwan, welchen die Kommunistische Partei Chinas seit geraumer Zeit als militärische Beute ins Auge gefasst hat. Mit dem Ukraine-Krieg, bei dem China dem Kreml Rückendeckung gibt, erreichen auch die Spannungen zwischen China und Taiwan einen neuen Höhepunkt. ABC News Titel dazu: Taiwan beobachtet angespannt den russischen Krieg in der Ukraine, besorgt, dass Xi Jinping sich Putins militärische Strategie abschauen könnte. Tatsächlich wird gerade medial das Narrativ eines baldigen Taiwan-Krieges aufgebaut, ähnlich wie dies vor dem Beginn des Ukraine-Krieges zu beobachten gewesen ist. So Titel der Münchner Merkur: Nutzt China den russischen Einmarsch in der Ukraine als Blaupause für eine Taiwan-Invasion? Und bei der Berliner Zeitung heißt es: US-Regierung in Sorge, dass sich China Taiwan schnappen könnte. Die USA haben eine hochrangige Militärdelegation nach Taiwan entsandt. Washington fürchtet, Peking könnte im Schatten des Ukraine-Kriegs eine Aktion starten. Ja, um wirklich verstehen zu können, worum es bei diesem Krieg geht und was diesem geopolitischen Pulverfass diese enorme Sprengkraft verleiht, machen wir einen Abstecher in die Geschichte. Der Inselstaat Taiwan, der in etwa so groß wie das deutsche Bundesland Baden-Württemberg ist und den heute etwas mehr als 23 Millionen Menschen ihr Zuhause nennen, hat sich tatsächlich bis ins 15. Jahrhundert vollkommen losgelöst und unabhängig von Festlandchina entwickelt und das, obwohl die Entfernung von Küste zu Küste nur knapp 160 Kilometer beträgt. Dies lässt sich wohl damit erklären, dass das chinesische Kaiserreich der Antike nie wirklich viel Interesse an der Seefahrt und dem Aufbau einer nennenswerten Flotte hatte. Ihnen ging es stets um die Kontrolle des Festlandes und die Ausweitung des Reiches gen Westen und Süden. So konnten die Ureinwohnerstämme Taiwans, von denen einige heute noch existieren, bis Anfang des 17. Jahrhunderts relativ ungestört und abgeschottet vom Rest der Welt leben. Dies änderte sich schlagartig, als die niederländische Ostindien-Kompanie im Jahre 1624 in Taiwan eintraf, die Stämme unterwarf und sich die Herrschaft über die Insel, die niederländisch Formosa getauft wurde, sicherte. Die niederländischen Kolonisten nutzten die Insel als Umschlagplatz für den Seehandel zwischen Japan, China, dem indonesischen Java und Europa. Zu diesem Zweck wurden tausende Han-Chinesen vom Festland mit Arbeit und Geld nach Taiwan gelockt, da sie sich als deutlich arbeitswilliger und gehorsamer erwiesen als die Ureinwohner, die in diesem Zuge ins bergige Inland zurückgedrängt wurden. Als die Niederländer 40 Jahre nach ihrer Ankunft von Soldaten der chinesischen Ming-Dynastie besiegt und vertrieben wurden, bildeten Han-Chinesen bereits die Bevölkerungsmehrheit auf der Insel. In den folgenden Jahren diente Taiwan als Rückzugsort für die Anhänger der Ming-Dynastie, die auf dem Festland von der Qing-Dynastie gestürzt worden war. Dieses Königreich Tungning dauerte aber gerade einmal 20 Jahre an, bis es von der Qing-Dynastie besiegt und unterworfen wurde, womit sich das chinesische Kaiserreich erstmals die Kontrolle über die Insel sichern konnte. Über 200 Jahre hinweg blieb diese Kontrolle auch bestehen, bis der chinesisch-japanische Krieg das Machtgefüge im Jahre 1895 erneut verschob und Taiwan unter japanische Kontrolle gebracht wurde. Als der japanische Imperialismus mit Japans Niederlage gegen die US-Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkrieges unterging, wurde die Insel Taiwan wieder an China, die mit den alliierten Mächten verbündet gewesen waren, übertragen. Allerdings handelte es sich hierbei nicht mehr um das chinesische Kaiserreich, sondern um die im Jahre 1912 ausgerufene Republik China, die auch als Nationalchina bekannt ist und von der Kuomintang-Partei regiert wurde. Doch auch dieses Machtgefüge war nicht lange von Dauer, denn im Jahre 1949 schaffte es der kommunistische Anführer Mao Zedong, die Republik China im Rahmen des chinesischen Bürgerkriegs zu stürzen, womit am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen wurde, die seitdem von der autoritären Kommunistischen Partei Chinas regiert wird. Hier ein kurzer Ausschnitt eines Planet-Wissen-Artikels, welcher einem die Zeit unter Maos Herrschaft recht gut vor Augen führt. Ein kommunistischer Kaiser. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang bestimmte Mao die Geschicke seines Landes und zwang dem chinesischen Volk seinen Willen auf. Zu Anfang war Mao sicher ein innerlich überzeugter Kommunist, doch dann war er in erster Linie seinem Machterhalt verpflichtet. In den Jahren 1949 bis 1959, auf der Höhe seiner Macht, sah sich der große Vorsitzende der Kommunisten ausgerechnet in der Tradition der chinesischen Kaiser. Maos Vorbild, Qin Shi Huangdi, ein besonders grausamer Herrscher Chinas, der im Jahr 221 nach Christus das Reich der Mitte mit äußerster Brutalität einte. Mao, im Krieg sozialisiert, war ein ausgesprochener Gewaltmensch, dessen Weltanschauung von den Kategorien Macht, Terror und Menschenverachtung bestimmt war. Mao genoss ungeheure Privilegien und verstieß gegen alle Sittlichkeitsvorstellungen, alle Zwänge und Entbehrungen, die er seinem leidgeprüften Volk auferlegte. Millionenfach starben die Chinesen in der großen Hungersnot zu Beginn der 1960er Jahre.
Mao aß und trank im Überfluss. Er führte ein ausschweifendes Sexualleben und ließ sich zahlreiche junge Mädchen zuführen, da er fest an die lebensverlängernden Praktiken der taoistischen Tradition glaubte. Er besaß Luxusautos, Villen und Schwimmbäder. Auf Sonderkonten verfügte er über enorme Summen, auf die nur er Zugriff hatte. Mit äußerster Brutalität und Menschenverachtung unterdrückte Mao jede Opposition im Land und überzog China mit einem Netz aus Terror und Misswirtschaft. Er war schlau, gerissen und instinktsicher und besonders in späteren Jahren nur noch sich und seinen Interessen verpflichtet, ausgestattet mit einem absoluten Willen zur Macht. Mao war beratungsresistent, tolerierte weder Kritik noch andere Meinungen. Mao schottete sich am Ende gegen alles und jeden ab und vertraute nur noch sich selbst. Er verlor den Bezug zur Realität, zu seinem eigenen Volk. Mit Maos Machtübernahme ist die von ihm besiegte Republik China aber nicht vollständig verschwunden. Die Kuomintang-Regierungspartei zog sich lediglich auf den Inselstaat Taiwan zurück, den sie ja bereits vorher schon etwa 4 Jahre lang seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kontrolliert hatten. Dort schafften sie es, die Macht zu konsolidieren, ohne dabei von Maos Diktatur eingenommen zu werden, womit Taiwan eigentlich immer noch das ursprüngliche nicht-kommunistische China ist, welches nie vollständig von der Kommunistischen Partei Chinas besiegt wurde. Deswegen heißt der Staat auch nur inoffiziell Taiwan und bezeichnet sich selbst nach wie vor als Republik China. Der in Peking regierenden Kommunistischen Partei Chinas ist das natürlich ein gewaltiger Dorn im Auge. Taiwan stellt offensichtlich ihren Machtanspruch in Frage und dient als ständige Erinnerung, dass die Kommunistische Partei Chinas das ursprüngliche, nicht-kommunistische und mittlerweile sogar demokratisch regierte China nie vollständig auslöschen konnte. Und so hat sich der seit 2012 regierende chinesische Präsident Xi Jinping, der Mao Zedong offen als sein Vorbild bezeichnet, auf die Fahne geschrieben, das Taiwan-Problem aus der Welt zu schaffen. Ein unter ihm von der Kommunistischen Partei verabschiedetes Gesetz besagt sogar, dass Taiwan militärisch übernommen werden muss, falls sie nicht auf diplomatischem Wege zu einem Anschluss an die Volksrepublik China überzeugt werden können. Seit einigen Jahren provoziert Xi Jinping diesen Krieg nun schon, indem er beinahe täglich Kampfjets in den taiwanesischen Luftraum schickt, womit die taiwanesische Regierung nie abschätzen kann, ob dies nun schon der tatsächliche Angriff ist oder nicht. Ja, und hier kommen die Vereinigten Staaten ins Spiel. Die Trump-Administration hatte stets klargemacht, dass sie den Machtanspruch der taiwanesischen Republik China unterstützen, was durch massive Waffenlieferungen nochmal deutlich unterstrichen wurde. Unter Biden wackelt die US-Unterstützung für Taiwan zwar etwas, dennoch ist am 1. März eine Delegation ranghoher US-Verteidigungsfachleute in Taiwan eingetroffen, um die aktuelle Bedrohungslage zu besprechen, worauf die Kommunistische Partei Chinas mit massiver Kritik reagierte. Gestern, am 3. März, sollte dann eine Konferenz zwischen der taiwanesischen Präsidentin und Trumps ehemaligem Außenminister Mike Pompeo stattfinden, was allerdings nicht zustande kam, da Taiwans größter Energiekonzern, Taiwan Power Company, von einem Cyberangriff getroffen wurde, der mehrere Kraftwerke lahmlegte, wodurch 5 Millionen Menschen, ein Viertel der Bevölkerung, plötzlich keinen Strom mehr hatte. Ja, wenn ihr mich fragt, war das ein überaus deutliches Signal der chinesischen Regierung an Taiwan. Wir kontrollieren eure Stromversorgung und wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt, bringen wir eure Insel zum Stillstand. Das Ganze ist eine neue Eskalationsstufe des Konfliktes, der schon bald vom Zaun brechen könnte. Ex-US-Präsident Trump sagte kürzlich in einem Interview, dass er glaube, dass China in Kürze Taiwan angreifen werde, da sie sich unter anderem auch die Schwäche der beiden Regierungen zunutze machen können und vorerst mit keiner Gegenreaktion der Vereinigten Staaten rechnen müssen. Ja, meiner Meinung nach hätte ein Taiwan-Krieg katastrophale Folgen für die gesamte Weltbevölkerung, da sich aus diesem eine ganze Verkettung aus weiteren Krisen und Kriegen ergeben kann. Taiwanesische Militärstrategen haben schon Pläne veröffentlicht, laut denen bereits 2 Mittelstreckenraketen ausreichen würden, um Chinas 3 Schluchtenstaudamm zum Einsturz zu bringen und die chinesische Regierung auf diesem Wege auf die Knie zu zwingen. Hier ein im Internet zirkulierendes Erklärungsvideo, was beim Einsturz des Staudamms geschehen würde. When the Three Gorges Dam collapses, a huge 100 meter high water column explodes and hits the downstream. At the first, there are mountains on both sides, so the flood is not dispersed and the power is enormous. It flows at a terrifying speed of 100 kilometers per hour. It is 50 kilometers from Three Gorges Dam to Yichang, and within half hour, it destroys a Gaozhouba Dam and covers the city center of Yichang. The height of the flood is 20 meters, and the speed is 70 kilometers per hour. 5 hours later, Yichang's water level is 10 meters, and the city is completely submerged. Later, the water flowed to the large and the small cities around the Yangtze River, with water speed of 60 kilometers per hour. The waves are 15 to 20 meters high. The flood is going to a widespread of plains. From this point, the area of damage increases
as the flood spread in the sector. Die Folge wären Millionen zivile Todesopfer und ein Zusammenbruch des chinesischen Staates, der das gesamte weltweite Machtgefüge aus dem Gleichgewicht bringen könnte, was eigentlich ein Grund mehr für Xi Jinping wäre, von Taiwan abzulassen. Ja, genau deshalb sollten wir neben dem Ukraine-Krieg auch Taiwan im Blick behalten. Für wie wahrscheinlich haltet ihr den Ausbruch des China-Taiwan-Krieges? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ja, zum Abschluss wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass bei weitem nicht alle meiner Videos auf YouTube erscheinen. Aufgrund der Zensur auf YouTube erscheinen meine regelmäßigen Video-Updates auf meinem Telegram-Kanal LaienMediaTV. Falls ihr zu diesem und vielen weiteren Themen auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann klickt gerne jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und folgt mir auch auf Telegram. Mich würde es freuen, euch bald auch auf Telegram begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao.